Herzlich willkommen bei Fünf Finger Barbecue. Nach ganz langer Zeit, wir sind wieder da. Ja, kleine Päuschen, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich habe kleine Werkstatt hier draus machen müssen. Von daher hatten wir gar kein Aufnahmeset. Und bei ihm funktioniert immer, wenn wir bei ihm was machen wollen, ist die Kettensäge vom Nachbar an. Ja. Ja, ist leider so. Ja. Auf jeden Fall, wir haben heute ein schönes Zwiebelsüppchen gemacht. Eine französische Zwiebelsuppe aus dem Dutch-Ofen haben wir gemacht. So, und wie wir das gemacht haben, zeigen wir euch nach dem Vorspann. Ja. So, jetzt, Vorspann, Fleisch und Sonnenschein. Herzlich willkommen bei Fünf Finger Barbecue. Like Fleisch in the Sunshine, like Fleisch in the Sunshine. Ich stehe hier am Grill und grill. Like Fleisch in the Sunshine, ob Rind oder Schwein, ich zieh es mir rein. Wenn einer mit Kohle kommt, im Bauch Speck oder zwei, zack, und der Grill ist an und die Leute kommen herbei. Like Fleisch in the Sunshine. Wie haben wir das gemacht? Keine Ahnung, ich wüsste nicht mehr. Wie haben wir das gemacht? Wir brauchen ja erstmal was dafür. Also für die französische Zwiebelsuppe, die machen wir ja, wie gesagt, im Dutch-Ofen. Was brauchen wir dafür? Ein bisschen, also Toast brauchen wir natürlich, weil wir wollen ja die Croutons oben machen. Ein bisschen Käse. Wir haben jetzt ohne viel großartig vorbereitet, alles gut. Tomatenmark, ein bisschen Butter für die Croutons anzubrutzeln. Salz, Pfeffer haben wir gehabt, jeweils einen halben Teelöffel, weil das reicht. Wir nehmen nämlich halt, wir haben den Bacon einmal vergessen, den holen wir noch. Den holen wir jetzt gleich noch, kein Problem. Ein bisschen Brühe, wie ich sehe, haben wir hier auch noch. Wir haben hier gerade erst ein Gemüse ausgekocht und alles schon vorbereitet natürlich für heute. Also verständlich, wie sonst auch. Also 3/4 Liter, dann nehmen wir hier einen Esslöffel, nehmen wir ein bisschen Magic Dust, also ein bisschen so Paprika-Aroma. Und dann gibt es noch einen schönen Weißwein. Aber das ist erstmal die. Das hört sich viel an. Am Ende ist das alles schlüssig und wir legen mal los. Achso, halt! Halt! Und Zwiebeln und Knoblauch. Das zeigen wir jetzt nicht. Da machen wir dann diesen Klassiker hier. Klack und auf einmal ist das fertig. Meinst du, wir müssen jetzt nicht zeigen, wie man eine Zwiebel schneidet und schält? Das machen wir nicht. Wisst ihr das? Zeigt mal in die Kommentare, aber das wisst ihr nicht. Okay, dann los. So, jetzt sind wir halt, wie gesagt, hier kurz vorm Aufschwung, damit die jetzt gleich glasig werden. Jetzt nehmen wir uns, ich weiß, in eine französische Zwiebelsuppe kommt das nicht drin, aber ich finde... Wir sind in Deutschland, von daher darf auch gerne ein bisschen Schweinefleisch mit rein. Wäre jetzt langweilig. Wir haben jetzt hier den guten Bauchspeck von unserer Lieblingsfleischerei. Den hauen wir jetzt komplett drin, weil ich finde das immer, das ist ein ganz schönes Spiel zwischen der Süße der Zwiebel und die Würzigkeit des Bacon. Und gleichzeitig kommt dazu, nehmen wir noch einen Esslöffel hier Magic Dust, damit das auch gleich nochmal alles funktioniert. So, dann werden wir das mal weiter anschwitzen. Gut. Und in der Zwischenzeit gehen wir nochmal gucken, ist jetzt knapp eine Dreiviertelstunde vorbei, wie der Braten aussieht für Weihnachten. So, haben wir die Zwiebeln, haben wir dann hier, sagt jetzt glasig. Hier, ich habe hier Salz, Pfeffer. Hopp. Macht jeder Trainer Schnauze. Wir haben jetzt, glaube ich, jeweils einen halben Teelöffel genommen, weil der Bacon gibt ja auch noch Gewürze ab. Und dann machen wir noch einen Teelöffel Paprika. Ach, Entschuldigung, halt zurück. Die gibt es auch als Paprikamark. Ja, wir nehmen mal Tomatenmark. Aber Paprikamark ist auch geil, gibt es bei Kaufland auch ziemlich gut zum Kochen. Dann nehmen wir einen Teelöffel Tomatenmark. Sagen wir mal Esslöffel. Ja, okay. Und dann werden wir das noch mal kurz noch mal weiter anschwitzen, noch mal 5 Minuten und dann geht es weiter. So, wie gesagt, nun haben wir so schön glasig. Nu, halt, ja, zack, rüber. Jetzt kommt unser 3/4 Liter Gemüsebrühe. Und, ja. Und nehmen wir gleich die gleiche Menge, auch so ein 3/4 Liter. Warte mal, soll ich mal kicken, wie viel hier drin ist.
Ja, haut genau hin. Nehmen wir auch an Weißwein. So, jetzt machen wir erstmal einen Deckel auf, lassen wir ein bisschen einkochen und in der Zeit machen wir die Croutons und dann geht weiter. Gut, dann machen wir mal einen Deckel heben. So, dann kocht jetzt. So, wir sind jetzt bei 35 Minuten. Sind wir gewesen. Wir haben 2 Esslöffel Honig haben wir noch drin gemacht. Ihr habt hier von der Oberbiene aus dem Oderbruch. Von unserer Oberbiene aus dem Oderbruch. Einen schönen Honig schicke ich euch nochmal einen Link. Ihr habt ganz toll, den macht sie hier selber. Weil der Weißwein hatte schon eine ganz schön starke Säure. Ihr habt mal ein bisschen Gegenspieler. Wir sind jetzt genau im richtigen Moment. Wie gesagt, wir haben jetzt so, na sagen wir mal, 1:1 Flüssigkeit mit Zwiebeln. Dann kommen unsere Croutons, die wir selber gemacht haben. Waren mal 8 Scheiben, glaube ich, Christian. Wir sind jetzt bloß mal bei 7, wa? Das kann gar nicht sein. Wir sollen die gegessen haben. Na, ich weiß es auch nicht. So, die kommen oben ruf. Und dann haben wir hier unseren. Ihr wisst ja, was das für ein Käse ist. Der Käse kommt dann oben rüber. Und wir sollen ja nicht geizen. Und das ist ein halbes Kilo. Machen wir den ganzen Käse ruhig darin. Das ist ein bisschen über ein Kilo, würde ich mal sagen. Ja, ich muss die Deutschland nicht sauber machen, ist ja nicht meiner. So. Schön verteilen. Das ist nämlich der einzige Nachteil an so einem Dutch. Die Reinigung, die richtige Pflege. So, dann machen wir einen Deckel wieder ruf. Deckel wieder ruf. Wir haben hier nochmal, weil ich ja jetzt für den Käse brauche ich jetzt nochmal ein bisschen Oberhitze. Haben wir nochmal kurz angesetzt. So, kann hier ruhig richtig alles fertig. Ja, und dann werden wir mal sehen, wie lange der Käse jetzt dauert. Das kann bei der Hitze hier. Kann bloß eine 5-Minuten-Geschichte sein. Und dann werden wir sehen, wir uns drinnen im Warmen wieder. Genau, ihr habt ja alle gesehen, was wir gemacht haben. Insgesamt hat 45 Minuten gedauert. Der Käse hat tatsächlich bei der Oberhitze, also wirklich bloß 5 Minuten länger. Der ging jetzt relativ schnell, ja. Das Ding ratzi fazzi. So, dann machen wir unser Glück probieren. Christian, du bist wahrscheinlich der Erste. So. Das sieht gut aus. Vor allem die schönen Käsefäden. Mhm. Richtig gut. Schön konzentriert, wenig Sud inzwischen bloß noch. Ich bin der Zweite. Sauber. So. So, bevor wir uns hier den Gaumen verbrennen, machen wir mal einen Cut und machen gleich weiter. Nein, Spaß. Ja? Hast du gut getroffen. Kann man essen. Mhm. Schmeckt auf alle Fälle sehr gut. Wie gesagt, der Weißwein, der hat eine ganz schön starke Säure, ja, hat hier gespielt. Deswegen meine ich, hast du gut hinbekommen, wegen der Säure vom Spiel und mit dem Süß, da muss man gucken, ansonsten nimmt er nächstes Mal gleich einen süßen Wein. Mhm. Deswegen haben wir auch noch mal zwei große Kellen Honig drin gemacht. Und jetzt vor allen Dingen ist das mal was anderes. Die Leute ja immer, Dutch Ofen, was machen wir? Immer Schichtfleisch. Das habe ich allerdings auch schon sehr oft gehört. Was könnte man machen? Immer nur Schichtfleisch. Die meisten können eigentlich nur Schichtfleisch, habe ich das Gefühl. Ja. Wir werden mal die nächste Zeit ein bisschen mehr auf den Dutch konzentrieren. Ja, jetzt ist auch Dutch-Zeit. Genau so ist es. Genau, jetzt ist Winter, jetzt ist Dutch-Zeit. Und eine Zwiebelsuppe, also ich weiß nicht, haben die Damen abends auch noch was von. Wir lassen uns für das nächste Mal nochmal Tolles für den Dutch einfallen. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir sind wieder öfters da. Schaltet wieder ein. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. So, Sie sind live und im Fernsehen. Ja. Naja, Fernsehen vielleicht noch nicht, noch sind wir im Internet. Fernsehen sind wir nächstes Jahr. Live bei ProSieben. Ja. Dann kommt das ganze Team hierher. Die größten Deppen im Internet wahrscheinlich. Gut, yes. Dann mach die Teller mal voll, nehmen wir mal drin und essen mal was. Hunger! Der Dicke braucht Nahrung.